Guten Morgen. Es ist 5 Uhr. Und ja, ich bin genauso überrascht wie ihr, dass ich so gut drauf bin. Ich mache mich auf den Weg zu einer, wahrscheinlich zu der beliebtesten Fotolocation in Kyoto. Ist zu. Also mein Plan ist eigentlich, die allererste U-Bahn zu nehmen, um 5.30 Uhr, die dann jetzt gleich fahren würde. Wollen wir hoffen, dass die rechtzeitig aufmachen. So, ich will nämlich zur Inari Station, die ist glücklicherweise nur 2 Stationen von der Kyoto Station, da wo mein Hotel ist, entfernt. Das heißt, ich habe es eigentlich nicht so weit. Und da ist der Inari Shrine, ein ganz bekanntes Fotomotiv. Dennoch, ich möchte es gerne fotografieren und ich hab keine Lust, mir das Motiv mit 28 Millionen anderen Touristen zu teilen. Okay, ich habe es fast bis auf die Spitze geschafft, aber jetzt habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr. Ich habe hier schon einen Blick über die Stadt gekriegt und es ist ganz nett, aber keine Ahnung. Ich laufe jetzt nicht mehr bis nach oben. Und Himmel, Herrgott, seid bloß froh, dass es in Deutschland, ja, es ist in Deutschland temperaturseitig vielleicht wärmer, aber seid froh, dass ihr nicht 90% Luftfeuchtigkeit habt. Oh, das schlaucht. Aber es ist cool, also es ist echt eine Reise wert. Und ja, man sollte sehr, sehr früh kommen. Jetzt ist es 7 Uhr und ich bin bei weitem nicht mehr alleine hier. Also wer ungestört fotografieren will, muss leider tatsächlich hier um 5 herkommen. Selbst dann sind Leute da. Naja, ich mache mir mal wieder auf den Weg nach unten und werte mal die Bilder aus. So, ich bin wieder im Hotel. Ich war jetzt gute 3 Stunden unterwegs. Ich habe mich jetzt schon mal geduscht, umgezogen und war auch schon frühstücken. Ich verbrenne nur schnell mein Polohemd. Ist komplett durchgeschwitzt. Ich war jetzt ziemlich unsexy, aber boah, das ist wie eine Dampfsauna, wenn man hier auf und ab läuft. Und ich hatte tatsächlich auch ein bisschen das Problem mit der Kamera bzw. den Objektiven und dem Objektivwechsel, dass wenn man von der Klimaanlage oder von dem klimatisierten Raum, sei es Hotelzimmer oder U-Bahn oder wie auch immer, rausgeht, dann beschlagen natürlich die Linsen sofort. Das ist echt nicht so optimal. Und oben in den, ich nenne es jetzt mal Hügel, das ist ja kein Gebirge, war es halt richtig dampfig. Also da stieg dann wirklich der Dampf so richtig auf, was natürlich toll war für Fotos, weil die Sonnenstrahlen haben richtig schön, sind so richtig schön durch die Äste durchgeschnitten und wurden teilweise von einem Schrein verdeckt. Sah also toll aus. Ich habe ganz gut Rückenschmerzen durch die Schlepperei, aber ich will gar nicht meckern, weil ich glaube, da sind ein paar nette Shots dabei und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schauen wir mal, wie das Wetter wird, ob ich mich da nochmal raustraue oder nicht. In jedem Fall, wenn ich da auf meinen Fernseher gucke,
Morgen soll es einen Tick kühler werden, aber wahrscheinlich regnet es dafür. Wir werden sehen. Übermorgen geht es weiter Richtung Koyasan und da werde ich dann im Tempel übernachten. Nun denn, es bleibt weiter spannend. Eigentlich wollte ich nach meiner kleinen Film- und Fotoorgie heute Morgen so ein bisschen im Hotel chillen, das habe ich auch getan. Nachdem ich mich dann frisch geduscht hatte, wollte ich dann doch nicht auf dem Zimmer rumhängen und bin nochmal für einen Bummel in die Stadt gegangen und habe mir Kyoto einfach nochmal ein bisschen angeguckt im Shopping-Distrikt und muss sagen, ich bin total begeistert. Ich wurde mit einem spektakulären Sonnenuntergang belohnt. Ich war im Gion-Stadtteil. Ich war am Wasser und als die Sonne so langsam unterging und die Lichter anging, es war wirklich wunderschön. Ich bin immer mal wieder so zwischendrin durch so kleine versteckte Gassen gegangen und ich muss sagen, es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ja, kleiner Nachteil, ich kann jetzt eigentlich im Prinzip wieder duschen, obwohl es heute eigentlich ganz erträglich war, muss ich sagen. Also es ist ein bisschen Wind aufgekommen. Und der Wind hat auch eine, ja, wie soll ich sagen, hat eine sehr, sehr klare Luft mit sich gebracht. Die Weitsicht war total toll. Für jetzt reicht mir das, was ich jetzt heute geschossen habe. Also für heute reicht mir das natürlich. Und ich lasse mal wieder 5 Grad sein. Ich denke, ich werde mal das Bad hier im Hotel ausprobieren und schauen, wie so das auf mich wirkt. Und dann sehen wir morgen weiter. So, ich versuche mich heute mal an einem Experiment. Es soll laut App jetzt gleich regnen, und zwar volle Lotte. Deshalb, ne, nicht deshalb, ich gehe aber trotzdem in die Stadt. Ich meine, ich bin hier in Kyoto, ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, im Zimmer zu sitzen. Aber ich habe mich entschieden, nur die Canon M50 mitzunehmen und die Sony A7R III tatsächlich im Zimmer zu lassen. Und ich will es gar nicht überdramatisieren. Natürlich ist die Canon M50 eine super gute Fotokamera. Super gut, aber es ist eine gute Fotokamera. Aber es ist halt, ja, es ist so leicht gewittrige Luft und es soll so richtig anfangen zu regnen. Und ich hatte einfach keine Lust, wieder jetzt alles mitzuschleppen, plus Backup-Plan, plus Regensachen und so weiter. Und mal schauen. So, aber warum Experiment? Naja, also Gewitter, es kann sehr, sehr gut sein, dass ich jetzt völlig ins Wasser falle und nass werde und dass gar nichts mehr rumkommt. Aber es kann eben auch sein, dass ich nochmal Glück habe und die Sonne rauskommt. Denn Gewitterwolken, dunkle Gewitterwolken und dann Sonnenschein, der durchkommt, das ist echt so der maximale Kontrast. Und das macht ein wahnsinnig schönes Licht. Aber ich habe halt immer so den Hang dazu, zu viel Equipment mitzuschleppen. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich limitiere mich heute mal selber und nehme nur eine Kamera und dieses Setup eben mit. So, und spätestens jetzt bereue ich es, nur die kleine Kamera dabei zu haben. Aber da muss ich jetzt durch. Ja, also so beeindruckend das hier auch aussieht, es ist aber leider zu. Und die Sonne lässt noch ein bisschen auf sich warten. Naja, ich verbuche es mal unter Location Scouting, eindrucksvoll ist es allemal. Naja, so ein paar Schnappschüsse habe ich auch gemacht. Ich bin wieder am Hotel. Die Sonne kam leider ja nicht mehr raus, aber dafür hat es auch nicht geregnet. Und ich muss gestehen, die kleine Canon hat sich wirklich sehr, sehr gut geschlagen, was die Fotos angeht. Also ich meine, es ist ja auch eine gute Kamera, keine Frage. Erst recht mit dem EFM 22mm F2, also Blende 2, was ich auch gerade hier drauf habe.
Das ist eine ganz coole Kombo. Also die ist leicht, die Kamera, und macht wirklich richtig gute Fotos. Tja, ich bin sogar so weit zu sagen, da müsste ich vielleicht nochmal hin mit einem Stativ und ein bisschen mehr Zeit. Aber mal schauen. Mal schauen, was die Tage noch so bringen. Ich gehe jetzt erstmal in mein Zimmer und mache überhaupt nichts mehr. Der nächste Tag brachte vor allem eins: Regen. Und während das tagsüber nicht so cool ist, naja, ihr wisst, was jetzt kommt. Guten Morgen. Ja, das war quasi das Ende von Kyoto. Also gestern Abend nochmal so ein, zwei, drei schöne Nachtfotos gemacht. Und jetzt habe ich meine Koffer schon gepackt und jetzt geht es weiter landeinwärts Richtung Koyasan. Und da wartet eine Übernachtung oder zwei Übernachtungen in einem Tempel auf mich. An dieser Stelle weiß ich so viel wie ihr. Ich weiß gar nichts im Prinzip, nur dass ich in einem Tempel übernachten werde. Also ich habe diese Übernachtung gebucht und bin extrem gespannt, was mich erwarten wird. Ich weiß nichts über Koyasan, ich weiß nichts über den Tempel. Ich weiß, dass es nur vegetarisches Essen gibt, aber das macht ja nichts. Und ich bin sehr gespannt auf die Fahrt dahin. Ich habe mir jetzt einen Mietwagen gebucht und den werde ich jetzt als allererstes mal abholen und dann mal gucken, wie ich mit dem Linksverkehr hier so klarkomme. Also ich habe nicht nur die Hotels, sondern jetzt auch den Mietwagen, die Mietwagenstation so ausgewählt, dass, oh Gott, die Linse beschlägt, dass alles in der Nähe ist und dass ich nie weit mit Gepäck laufen muss, weil das ist super, super nervig. Insofern sind vielleicht 50 Meter bis dahin. Ich bin mal sehr gespannt, was für ein Auto ich kriege. That's a nice car. So, okay. Also ich bin ja schon mal auf der anderen Straßenseite gefahren, also auf der linken Seite in England, als ich Yannick besucht habe. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich großer Pro bin. Meine Hose hat die gleiche Farbe wie diese Cracker und deshalb ja, haben die Spaß daran, mir in die Hosentaschen zu beißen. Aber ich muss hier einmal aussteigen und zumindest einen Schnappschuss machen. Das ist unglaublich, unfassbar schön. Mir gehen wirklich die Adjektive hier aus.